Die Tipps und Trends hier bei Allgäu TV, dazu von meiner Seite wieder hallo und herzlich willkommen. Heute geht es als erstes um unsere lieben Haustiere. Denn genau wie für uns Menschen ist auch für unsere Tiere eine möglichst natürliche Ernährung wichtig. Für ein langes und gesundes Leben. Außerdem erspart sie ihrem Tier viel Leid und ihnen viel Geld und Zeit für Tierarztbesuche. Bei Blattner Heimtierfutter gibt es deshalb schon immer hochwertiges Futter für Ihr Haustier. Und mit der Eigenmarke Blattners Bestes ging man hier sogar noch einen Schritt weiter. Blattner Heimtierfutter ist ein absoluter Spezialist für hochwertiges Futter für Haustiere. Aber auch für Wildvögel werden hier spezielle Futtermischungen zusammengestellt. Wer etwas Gutes für Amseln, Meisen, Buchfinken und Co. machen möchte, kann Ihnen nun das ganze Jahr über helfen. Leider wird der Lebensraum und auch die Möglichkeiten, Futter zu finden, für die Vögel immer weniger. Von dem her, gerade jetzt auch in der Brutzeit und auch in der Aufzuchtzeit, ist einfach der Bedarf umso höher da. Und dafür haben wir unsere Mischungen auch komplett abgestimmt, sodass sie eigentlich das ganze Jahr die Vögel draußen gut unterstützen können. Ebenfalls ganz neu im Programm, Blattners Bestes. Es ist eine Eigenmarke für Hunde- und Katzenfutter. Dabei wird ganz bewusst auf die Qualität jedes einzelnen Inhaltsstoffs geschaut. Dazu gehört nicht nur, dass der Fleischanteil im Futter besonders hoch ist, auch die Güte des verwendeten Fleisches ist außerordentlich hoch. Wir haben uns bewusst für den Namen Blattners Bestes entschieden, weil da einfach das drin ist, wo wir sagen wollen, okay, hier können wir bestmöglichst und mit gutem Gewissen sagen, damit ist Ihr Tier gut versorgt, und haben hier nicht den Fokus darauf gelegt, hier möglichst ein Knallerschnäppchen anzulegen, sondern einfach zu sagen, hiermit kann man mit gutem Gewissen ein Tier gut füttern. Nicht nur das. Weil weniger Füllstoffe drin sind, braucht man auch weniger Futter. Gut für die Vitalität und Gesundheit des Tieres. Und auch der Geschmackstest für Blattners Bestes zeigt, dass bei der Rezeptur wohl alles richtig gemacht worden ist. Wissen Sie, was in einem Zeitungshaus eine Planungs- und Umbruchsgruppe macht? Oder welche Aufgaben ein Junior Art Director in einer Kommunikationsagentur hat? Die kurze Antwort, sie sind alle notwendig dafür, dass das Allgäuer Medienzentrum in Kempten-Leubas heute ein modernes Medienhaus ist. Am besten aber kann die Frage von den Menschen beantwortet werden, die diesen Job machen. Mein Name ist Konstantin Giegerich, ich bin Junior Art Director bei OYA Media. Zu meinen Aufgaben in der Grafik bei OYA Media gehört die Gestaltung von Bildern, die Aufarbeitung von Logos, Farbgebung, Farbgestaltung, dass ein Flyer ordentlich ausschaut, dass die Bildsprache dementsprechend ist und dass einfach das Ziel und die Außenwirkung erreicht wird. Mich reizt vor allem die kreative Freiheit, die mir geboten wird, und die Zielsetzung, die mir der Kunde gibt. Das heißt, wie kann ich das Produkt oder wie kann ich die grafische Aufarbeitung so gestalten, dass der Semmel gekauft wird oder dass der Schuh gekauft wird oder dass der Podcast gehört wird. Mein Name ist Hans-Jürgen Zischka. Ich bin Teamleiter der Planungs- und Umbruchsgruppe. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, täglich unsere 8 Heimatausgaben sowie das wöchentlich erscheinende Extra und das Hallo Allgäu zu planen, die Anzeigen zu umbrechen und die Seiten für den Druck fertig zu machen. Ja, bei der Planung berechne ich die Millimeter zusammen und verbinde das Ganze mit dem Text. Und anschließend wird der Umbruch gemacht, das heißt, die Anzeigen werden zu schönen Seiten zusammengebastelt. Die Allgäu-Brennerei in Sulzberg arbeitet seit vielen Jahren unter dem Motto Werkstatt des puren Genusses. Und weil immer mehr Menschen diesen puren Genuss zu schätzen wissen, hat man sich auch immer weiter vergrößert. So kommt aus der Allgäu-Brennerei auch ein guter Whisky, ein echter Allgäuer Single Malt, der in einem speziellen Whiskykeller in Holzfässern reift. Und auch wenn Sie auf der Suche nach einem schönen Geschenk oder Mitbringsel sind, hier werden Sie immer fündig. Von außen hat sich in der Allgäu-Brennerei in Sulzberg scheinbar nicht viel verändert. Anders sieht das aus,
wenn man sich auf den Weg in die Gewölbe unter der Brennerei macht. Denn hier befindet sich der neue Whisky-Keller. Weil immer mehr Menschen auch hier in Deutschland edlen Whisky zu schätzen wissen, hat sich Stefan Günther entschlossen, nun auch in Sulzberg vermehrt auf Whisky zu setzen. Und wie schmeckt der denn nun im Vergleich zu den großen Vorbildern aus Schottland und Irland? Es ist ein echter Allgäuer-Whisky, ganz klar. Man kann das nicht 100% miteinander vergleichen, weil allein die Destillation eine ganz andere ist. Man brennt sauberer, hat deswegen nach frühen Jahren schon viel, viel bessere Qualitäten. Und am Ende hinten raus hat man einen schönen, leichten, reinen Whisky. Da kommt meist ein Single Malt raus, der hat eine schöne Malznote, eine leichte Fassnote, wirklich so, dass man das Grunddestillat noch sehr, sehr gut rausschmeckt. Der neue Whisky-Keller und das vergrößerte Geschäft sind die sichtbarsten Veränderungen in der Allgäu-Brennerei. Hier kann die große Auswahl an edlen Bränden und Likören nun noch besser präsentiert werden. Eine andere Veränderung spürt man im Grunde nur dann, wenn man sich eine der Sulzberger Köstlichkeiten nach Hause zuschicken lassen möchte. Dank eines vergrößerten Lagers und damit verbesserten Abläufen können Bestellungen nun noch schneller bearbeitet werden. So kommen immer mehr Tropfen aus der Werkstatt des puren Genusses, wie es hier heißt, zu immer mehr Menschen im Allgäu und darüber hinaus. Die Residenzboutique gibt es schon seit 1965 und ist somit eine Institution in Kempten. Sabine Hartmann orientiert sich immer an den aktuellen Trends und wählt die Stücke für ihre Boutique mit viel Liebe und Leidenschaft aus. Sie geht auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kundinnen ein und nimmt sich immer Zeit für eine Beratung. Und sollte mal was nicht passen, dann wird es in der hauseigenen Schneiderei gleich passend gemacht. Hallo und willkommen in der Residenzboutique in Kempten. Ob Sie jetzt businessmäßig was suchen oder für Theater- und Konzertbesuche, für Hochzeiten, aber auch für Homeoffice oder einfach nur das ganz Besondere, dann überzeugen Sie sich von unserem vielseitigen Sortiment und stöbern Sie bei ganz gemütlichem Chalet-Ambiente. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Name Siegfried Liebherr steht seit vielen Jahren für Qualität und erstklassigen Service. Insbesondere, wenn es um Tür- und Fensterschlösser geht. Was vielleicht weniger bekannt ist, es gibt dort auch Briefkästen und Tresore. Für einen der bekanntesten deutschen Hersteller für Burgwächter ist das Kempner Unternehmen sogar Premiumpartner. Die Firma Siegfried Liebherr. Dass es hier hochwertige Schlüssel, Schilder, Türschlösser und sogar ganze Schließanlagen gibt, ist in Kempten und Umgebung bekannt. Mit dem, was hier angeboten wird, kann man sein Heim und seinen Besitz sicher schützen. Und es schaut dabei auch noch gut aus. Was es hier auch noch gibt, hochwertige Tresore. Und die können auch ganz ohne teuren Diamantschmuck sinnvoll sein. Tresore sind dafür da, um seine Werte zu schützen. In Tresore werden Papiere gelagert, wichtige Dokumente, Ausweise, Wertpapiere, Geburtsurkunden, aber natürlich auch Schmuck, Wertgegenstände, Gold. Dafür hat man mit dem deutschen Anbieter Burgwächter einen hochwertigen Hersteller im Angebot. Stichwort hochwertig. Auch beim Thema Briefkasten kann es sich lohnen, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Es gibt verschiedene Hersteller, jeder verarbeitet seinen Briefkasten anders. Es fängt im günstigen Segment an. Oftmals ist es aber dann so, dass man leider zweimal kauft, weil einfach die Qualität nicht ausreichend ist. Vor allem bei uns im Allgäu mit Hitze im Sommer, Frost im Winter, dann geht das Material gerne mal auch in die Knie.
Und dann ist es ja auch keine schlechte Idee, wenn Briefe, Päckchen und Einschreiben für Unbefugte schwer zu erreichen sind. Wer mehr dazu wissen möchte, einfach mal bei den Experten von Siegfried Liebherr in Kempten nachfragen. Auch der Herbst eignet sich noch gut zum Biken. Und das Allgäu mit all seinen Möglichkeiten ist unter anderem auch bei Motorradfahrern sehr beliebt. Motorbike Parts in Kempten bietet eine große Auswahl an Bekleidung und Zubehör und steht für Qualität, Sicherheit und exzellente Beratung. Da sich in der nächsten Zeit einiges am Geschäft ändern wird, gibt es dort jetzt vieles extrem reduziert. Ein weiterer Grund für Motorradfreunde, mal wieder nach Kempten zu kommen. Die Preise purzeln beim Motorbike Parts in Kempten und zwar richtig. Die Auswahl hier ist dennoch groß. Vor allem Markenware hochwertiger Hersteller wird angeboten. Praktisch alles, was das Motorradfahren sicherer und komfortabler macht, gibt es hier. Da ist für jeden Geschmack und für jeden Anspruch mit Sicherheit das Richtige dabei. Und mit ein bisschen Glück bekommt man bei Motorbike Parts auch noch einen ordentlichen Rabatt auf das neue Lieblingsteil. Wir werden uns ein bisschen verändern in unserem Ladengeschäft. Deshalb gibt es bei uns derzeit sehr, sehr, sehr viel, wo wir abverkaufen. Und man kann Markenware mit dicken Prozenten kaufen. 20, 30, 40 oder sogar 50% sind möglich bei unserem Sortiment an Lederkombis, Textil, Jacken, Hosen, Helme und Zubehör. So manches von dem, was es hier gibt, sieht auf den ersten Blick deutlich modischer und gar nicht so dick gepolstert aus, wie es tatsächlich ist. Anderes dagegen schaut genauso sicher aus, wie es in Wirklichkeit ist. Und wiederum anderes ist nicht nur stabil, sondern sieht auch noch unverschämt gut aus. Wer gerne besonders bequem reist oder wem keine Ausrüstung von der Stange gefällt oder passt, für den gilt auf Wunsch, was nicht passt, wird einfach passend und auf Maß gemacht. Es lohnt sich also gleich in mehrfacher Hinsicht, mal zum Motorbike Parts nach Kempten zu kommen. Wunderschön eingebettet in die Allgäuer Voralpenlandschaft liegt das kleine Dorf Niedersondhofen am gleichnamigen See. Viele Touristen kommen nicht nur wegen der schönen Landschaft hierher, sondern auch, um mal das typische Allgäuer Dorfleben kennenzulernen. Und da bietet sich der Traditionsgasthof zur Krone einfach an. Denn hier fühlen sich Gäste und Einheimische zu Hause. Das Gasthaus und Gästehaus zur Krone in Niedersondhofen steht für Gemütlichkeit und Tradition im Allgäu. Es sind diese Werte, nach denen viele der Gäste in der Krone bewusst suchen. Die suchen Heimat, die alte allgäuerische Heimat suchen sie. Und das haben wir einfach, das bieten wir. Das ist alte, urige Gaststätte, die wir erhalten wollen. Und auch die Traditionen, die wir einfach aufrechterhalten. Durch die Vereine, die bei uns ein- und ausgehen, Plattler, Jodler, Feuerwehr, Musik. All diese heimischen Vereine sind bei uns heimisch. Und das suchen auch die Gäste. Unsere Gäste suchen die Nähe zu den Allgäuern und die finden sie hier. Seit kurzem gibt es hier auch ein neues Bettenhaus. In 20 Zimmern können bis zu 56 Personen übernachten. Die Einrichtung ist gleichermaßen modern wie praktisch. Das Allgäu ist natürlich auch eine beliebte Region für Motorradfahrer, für Biker, für Fahrradfahrer. Wir haben unser Augenmerk auch auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Deshalb ist auch die Garderobe offen, dass, wenn jemand überraschend in einen Wolkenbruch kommt, dass er seine nassen Kleider da hinhängen kann. Deshalb eben keinen Schrank, damit es gut auslüften kann. Und die Zimmer sind barrierefrei. Die Krone in Niedersondhofen. Eine Dorfgaststätte, in der sich Gäste und Einheimische gleichermaßen zu Hause und gut aufgehoben fühlen. Und das war's für heute wieder von meiner Seite. Genießen Sie den goldenen und schönen Herbst hier bei uns in den Bergen, auf dem Land oder auch in der Stadt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.